Auch ein Auto. Aber der Zwilling. Ich wollte gerade sagen. Ich bleib beim Grinden und am Hasseln aus dem Neid und dem Pain. Fall immer wieder auf die schiefe Bahn. Boah, voll heftig, richtig krass, Digga. So, dass wir die auch das Video hochladen können. Ich bleib im Straight. Charlie, sag mir, bist du loyal? Schau mir tief in die Eis. Bin auf dem Weg zu der Eins. Baby, du weißt, es ist ein Segen und ein Fluch. Nein, es ist keiner wie ich. Glaub mir, alles hat seinen Preis. Ich hab mein Kaffer gefehlt. Charlie, sag mir, bist du loyal? Schau mir tief in die Eis. Bin auf dem Weg zu der Eins. Hat auch Shorty gesagt gerade. Und, aber Shorty, das hört sich aber zum Beispiel jetzt auch wieder geil an, ne? Hört sich auch gut an, ja. Hört sich nicht schlecht an. Ich mag diesen Stil, den die haben da, Edo und er und so. Baby, du weißt, Rockstar Rapper in der Szene, trotz meinem biggest Ego. Bringe Licht in dieses Business, stack die Bricks wie Lego. Lately chasing mich, die chase, doch ich hab kein Interesse. Vor allen Dingen, ich muss auch sagen, ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Gerade in Deutschland, momentan, guck mal, du hast quasi diesen Stil, den es eigentlich schon in Amerika schon lange gibt, quasi, weißt du? Mhm. So, und du fühlst diesen Stil hier halt, aber die Leute sind noch nicht so weit, weißt du, dass sie dann den Stil fühlen und die grenzen dann solche Leute dann aus, weißt du? Und ich glaube, dass die dass diese Leute, die dann das trotzdem durchziehen, dann auch so stark bleiben und daran festhalten und so und ihren Kram durchziehen, das finde ich halt auch heftig eigentlich, weißt du? Vom Ding her. Und dann halt sich nicht unterkriegen lassen, weil bestimmt gibt es viele Leute, die das belächeln und so, weißt du, die Stars. Natürlich, die haben wahrscheinlich, werden ja auch richtig halt ausgegrenzt dadurch, ne? Wie du gesagt hast. Naja, so, ne? Weil die halten halt an ihrem Stil fest und so, die Stars. Hat man ja gesehen, wie das in der Dings war und so, wie in Amerika. Die sind ja alle voll tätowiert im Gesicht, die Stars und so. Das war ja hier alles so noch gar nicht 0,0 No-Go und so, weißt du? Und so langsam kommt das hier rüber und so mit Sierra Kid und sowas. Fing's ja an und die werden ja auch trotzdem immer noch so halt so belächelt halt alle quasi, ne? Ja, ich bin mal gespannt, ob sich das so richtig großflächig hier breit machen kann, ne? Ja, ich finde das gut auf jeden Fall, dass sie dann halt auch dran festhalten, die Jungs, und dann nicht so drastisch entweder komplett aufhören oder komplett anderen Stil gehen oder so. Aber ich glaube auch von den Streaming-Zahlen kommt das schon gut drüber. Ja, hoffe ich auch auf jeden Fall für die. Hoffe ich auch, die auf jeden Fall gehen in deren Weg. Und sag mir, dass du echt bist. Wär schon längst in Psychiatrien ohne den Sandwich. Dein Pain, don't take my pain away. Was gibt's zu celebraten? Nicht zufrieden, bin getrieben von meinen Demons. Vielleicht ist unter dem Lärm in meinem Kopf ein bisschen Liebe, ja. Kriege, was ich will, cause I put in the work. Halt den Fokus, mach keinen Turn. Guck, er sagt aber auch selber. Warum kann ich nicht Pause drücken? Er sagt aber auch selber, wie ihn das so mitnimmt, ne? Wie ihn muss jetzt nicht. Keine Ahnung, wegen was für einer Situation, aber er sagt auch, er gibt weiter Gas, er steckt Arbeit rein und das zahlt sich dann meistens aus. Stoke, keine Motherfucker, mach's alleine und ich ratter, bis die Kleingeister es raffen, ihr Dick. Keiner hatte mehr was gesehen und es nennen dieselben Leute mich den Fleißen im Game. Und jetzt wollen sie, dass ich irgendeinen Wisch unterschreibe, aber ich brauche keinen, kam bis hier ganz allein. Ich bleibe am Ein Wisch unterschreibt, aber auch Ansage hier, ne? Ja, ein bisschen ganz allein, Digga. Er sagt, er geht seinen eigenen Weg. Leute wollen ihn signen, Digga, aber das ist ein bisschen so wie NFL, NF von Dings, der amerikanische Rapper. Der hat auch die ganze Zeit dann, wollte sein eigenes Ding machen, wurde gesigned von jemand anderem, aber er hat auch schon richtig viele Absagen erteilt und er macht das hier so ein bisschen gleich, ne? Oder UFO, ne? Auch gutes Beispiel. Ja. UFO wurde auch nie irgendwo gesigned. Sein Ding komplett durchgezogen und jetzt bam. Ne? Genau. Aus dem Neid und dem Pain. Fall immer wieder auf die schiefe Bahn, doch bleib immer straight. Shorty, sag mir, bist du loyal? Schau mir tief in die Eis. Bin auf dem Weg zu der Eins. Baby, du weißt, es ist ein Segen und ein Fluch. Nein, es ist keiner wie ich. Glaub mir, alles hat seinen Preis. Ich hab mein Kaffer gefehlt. Shorty, sag mir, bist du loyal? Schau mir tief in die Eis. Bin auf dem Weg zu der Eins. Baby, du weißt. Loyal. Ja, auf jeden Fall der Boy auf dem Weg zu der Eins, ne? Und er bleibt sich selber treu hier mit dem Track. Nice so. Sag nice so. Standhaft bleiben, ganz egal, was noch kommen mag. Und auch wenn ich noch mehr Tonnen trag,
bis zum Ziel, weil ich muss. Halt den Kopf hoch, Bruder, bleib stabil bis zum Schluss. Tausendmal fallen, aber einmal mehr aufstehen. Der Blick geht nach vorne, niemals aufgeben. Niemals einknicken, Bruder, steh stark. Gebe niemals nach, bis zum Tod, dicker Braveheart.